Grüß Gott, mein Name ist Johannes Edel. Ich bin der Projektleiter für SafeWords in der Forensik hier am Isar-Amper-Klinikum in Haar. Wir führen SafeWords in einem Pilotprojekt hier im Maßregelvollzug ein, um zu prüfen, inwieweit diese Interventionen im bayerischen Maßregelvollzug funktionieren. Mitinitiiert wurde das Projekt durch das Amt für Maßregelvollzug am Zentrum Bayern Familie und Soziales. Ich habe nun das Vergnügen, mit Frau Dr. Gaudernack, der Leiterin des Bayerischen Amts für Maßregelvollzug, über das Projekt und dessen politische Bedeutung zu sprechen. Erstmal herzlich willkommen in Haar, Frau Dr. Gaudernack. Herzlichen Dank für die Einladung. Vor jetzt gut 2 Jahren haben Sie dieses Pilotprojekt an den Start gebracht. Und ich frage mich seitdem, welches Interesse hat der Freistaat bzw. Sie als Fachaufsicht an der Umsetzung von SafeWords? Man muss natürlich sagen, der Maßregelvollzug ist ja eine staatliche Aufgabe, die in Bayern auf die bayerischen Bezirke übertragen wurde. Die Fachaufsicht hatte sich zur Aufgabe gemacht, zu überprüfen, ob in den bayerischen Kliniken der Maßregelvollzug recht und zweckmäßig ausgeführt wird. Das öffentliche Interesse auf den Maßregelvollzug richtet sich natürlich insbesondere immer dann auf die Kliniken, wenn es zu besonderen Vorkommnissen kommt, insbesondere zu gewalttätigen Vorkommnissen oder wenn Zwang angewandt wird. Der Freistaat hat natürlich ein Interesse daran, diese besonderen Vorkommnisse so gering wie möglich zu halten und die Anwendung von Zwang weitestgehend zu vermeiden. Und da passt SafeWords natürlich ganz gut ins Konzept. Jetzt erinnere ich mich an den Juli 2019, wo wir hier das Projekt mit einer Kick-Off-Veranstaltung gestartet haben. Und Sie haben damals gesagt, SafeWords ist auch Ihr Baby. Warum liegt Ihnen persönlich so viel am SafeWords? Ja, es ist vielleicht etwas vermessen zu sagen, es sei mein Baby, aber tatsächlich habe ich ein gewisses persönliches Interesse an dem Thema SafeWords. Ich bin im März 2017 bei der Fachtagung in Eichelborn das erste Mal mit dem Thema in Berührung gekommen und habe bei einem Vortrag von Professor Löhr quasi erstmals SafeWords kennengelernt und ich hatte bei diesem Vortrag so viele Aha-Erlebnisse, dass ich mir immer gedacht habe, das wäre doch etwas für die bayerischen Forensiken. Und im Nachgang zu der Veranstaltung habe ich quasi bei jeder möglichen Gelegenheit, insbesondere auch die Pflege und die Pflegedienstleitungen, die Pflegebereichsleitungen der Forensik, immer wieder so ein bisschen angepiekst und angesprochen. Wie wäre es denn mal? Habt ihr euch mal mit dem Thema SafeWords beschäftigt? Könnten wir das nicht vielleicht in Bayern mal machen? Können Sie das mit den Aha-Erlebnissen noch ausführen? Ja. Wir sind ja als Fachaufsicht unter anderem auch für Eingaben und Beschwerden von Patientinnen und Patienten zuständig und bei unseren sogenannten Prüfbesuchen in den Einrichtungen führen wir ja ganz viele Gespräche mit Patientinnen und Patienten. Es ist immer so, wenn wir eine Beschwerde bekommen, holen wir eine Stellungnahme der Klinik ein und man hat ganz oft das Gefühl, dass im Prinzip, wenn beide Seiten sich vorab zusammengesetzt hätten und bestimmte Themen gemeinsam geklärt hätten, es überhaupt nicht der Einschaltung der Fachaufsicht bedurft hätte. Und einige Punkte, die Herr Professor Löhr bei diesem Vortrag angesprochen hat, waren auch Dinge, die uns bei unseren Prüfbesuchen auf den Stationen aufgefallen sind. Also ganz viel, was mit dem Thema Stationsklima zu tun hat, mit dem Thema Kommunikation. Wie kann ich auch zum Beispiel die jeweiligen Erwartungen besser zueinander bringen? Und vielleicht kann ich es mal an einem Beispiel deutlich machen. Das Bayerische Maßregelvollzugsgesetz hat ja einen bestimmten modernen Geist auch mitgebracht und es möchte eigentlich eine bestimmte Haltung auch vermitteln und insbesondere auch die Einbeziehung der Patientinnen und Patienten in den Therapieprozess bewirken. Wir haben zum Beispiel eine Vorschrift im Maßregelvollzugsgesetz, die vorsieht, dass für jeden Patient oder jede Patientin ein Behandlungsplan zu erstellen ist, der alle 6 Monate zu aktualisieren ist und mit dem Patient bzw. der Patientin zu besprechen ist. Wenn wir das nur auf dem Papier haben als Formalie, dann kann ich natürlich in die Kliniken fahren und dann kann ich natürlich auch überprüfen, ob ein aktueller Behandlungsplan vorliegt. Aber das, was dahinter steht, das habe ich damit ja letztlich nicht im Griff. Ich möchte ja, dass der Patient oder die Patientin in den therapeutischen Prozess eingebunden wird, dass von Anfang an auch mit dem Patient oder der Patientin geklärt wird, welche Erwartungen man auch an ihn oder sie hat und umgekehrt der Patient oder die Patientin auch selbstbestimmt seine oder ihre Erwartungen gegenüber den Mitarbeitenden der forensischen Klinik auch äußern darf. Jetzt waren Sie ja in den letzten Jahren öfter mal bei uns auch in Haar und haben sich das Projekt angeschaut. Gab es irgendwelche Highlights, die Ihnen besonders in Erinnerung geblieben sind, irgendwelche Interventionen, die Ihnen besonders gefallen haben? Mhm.
Ja, also neben der bereits angesprochenen Intervention der Klärung der gegenseitigen Erwartungen, muss ich sagen, hat mich besonders der Train of Hope, den ich vor kurzem auf der Station gesehen habe, beeindruckt, weil er eigentlich ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür ist, wie man Safe Words eben auf die spezifischen Bedürfnisse der Forensik auch übertragen kann und anwenden kann und eben nicht an ein starres Modell gebunden ist, sondern das, was dahinter steht, nämlich quasi die Hoffnung auch weiterzutragen auf die spezifischen Bedürfnisse dieser Station, die ja eben keine Patienten typischerweise entlässt, sondern sie eben nur weiterentwickelt, übertragen kann. Unser Projekt hat in 2 Jahren jetzt gezeigt, dass SafeWords einerseits im Maßregelvollzug eingeführt werden kann. Zum anderen hatten wir ja auch sehr positive Ergebnisse, trotz der Corona-Pandemie. Jetzt stellt sich für uns, die wir das Projekt vor Ort betrieben haben, die Frage, wie geht es jetzt weiter? Was wird mit SafeWords in Bayern passieren? Wir warten natürlich jetzt ganz gespannt auf die offiziellen Ergebnisse. Aber wie bei jedem Modellprojekt erhofft man sich natürlich auch, dass es nicht mit der Sache beendet ist, sondern dass es eine Ausstrahlungswirkung auch haben kann. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn von Haar aus eine Impulswirkung für ganz Bayern ausgehen würde. Denn letztlich ist für mich persönlich SafeWords eigentlich systematisierte und gelebte Haltung. Und das Ringen um die richtige Haltung im bayerischen Maßregelvollzug ist, glaube ich, ein kontinuierlicher Prozess, auf dem wir nicht aufhören sollten, weiterzugehen. Frau Dr. Gaudenack, herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.